So, versuchen wir es inshallah jetzt weiter. Also, wir waren stehen geblieben bei dem Gleichnis, das Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah erwähnt hat. Und zwar, dass das Herz auf dem Weg zu Allah azza wa jal wie ein Vogel ist, dessen Kopf ist die Liebe und dessen beiden Flügel sind Hoffnung und die Furcht. Und er sagte, wenn der Kopf fehlt, die Liebe, dann ist dieser Vogel eben tot. Und wenn einer der beiden Flügel fehlt, dann ist es eine leichte Beute für die Angreifer. Und die Liebe ist also der Antrieb dieses Herzens. Und diese drei Gefühle sind die Säulen der Ibadah. Die Ibadah besteht auch, oder die Basis, die Säulen der Ibadah sind Liebe, Hoffnung und Furcht. Und diese drei Säulen finden wir in Surat Al-Fatiha. Alhamdulillahi Rabbil Alamin weckt die Liebe in deinem Herzen. Du denkst an die Gaben Allahs. Du denkst an die Vollkommenheit Allahs. Also liebst du ihn, weil er der Vollkommene ist, der Schöne, der Gütige, Subhana, der dir die Gaben gegeben hat. Also sobald du liest Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dann entspringt in deinem Herzen eine Quelle der Liebe. Wenn du dann weiterliest Ar-Rahman Ar-Rahim, dann empfindest du Hoffnung. Er ist der Gnädige, der Barmherzige. Und danach, wenn du liest Maliki Yawmiddin, der Herrscher am Tag der Vergeltung, das lässt dich Allah fürchten. Und deswegen sagt Allah danach, Iyaka na'budu, dir dienen wir. Das heißt, anhand der Liebe und der Hoffnung und der Furcht dienen wir dir. Also hilf uns, wa iyyaka nasta'in. Das ist die Einleitung der Surat Al-Fatiha. Liebe, Hoffnung, Furcht resultiert in Ibadah. Alleine schaffst du es nicht. Hilf mir, ja Rabbi. Deswegen sagst du danach, leite uns recht zum geraden Weg. Möge Allah uns alle recht leiten. Danach erwähnt Ibn al-Qayyim rahimahullah die Frage, was soll nun überwiegen? Furcht oder Hoffnung? Was denkt ihr? Was sollte überwiegen? Ja? Ein Gleichgewicht? Ja? Mhm. Wenn man zur Sünde neigt, soll man eher fürchten, ja? Die Hoffnung soll überwiegen, ja? Vor der schlechten Tat die Furcht, nach der schlechten Tat die Hoffnung, ja? Die Furcht damit? Im Moment des Todes? Also im Leben die Furcht und beim Sterben die Hoffnung. Und dann kommt die Hoffnung, okay, ja? Sowohl als auch, also wie er gesagt hat, ein Gleichgewicht, ja? Okay, sehr schön. Allgemein sollte eine Art Gleichgewicht herrschen, aber das heißt nicht, dass der Vogel nicht mal in eine Richtung neigt und tendiert und dann mal in die andere Richtung. Wie der Bruder sagte, vor den Sünden sollte man mehr Hoffnung oder mehr Furcht haben. So wie die Brüder von Yusuf a.s. Die haben gesagt, bringt ihn um und dann seid ihr gut. Und dann macht er Taube. Ist das eine Methode? Was denkt ihr? Vor Sünden sollte man eher Hoffnung haben? Ja, ja, ich werde die Sünde machen und Allah vergibt sowieso. Ja? Genau. Vor den Sünden solltest du Furcht haben. Als was? Als Schutz, damit du gar nicht erst sündigst. Das entsteht aber nicht einfach so. Das ist ein Prozess des Denkens. Das heißt, du musst dir aneignen, und das braucht hartes
Training. Das ist nicht einfach, okay, ich habe einen Vortrag gehört, Assalamu alaikum. Sondern das musst du dir aneignen, das musst du trainieren. Und das dauert, aber es ist nicht unmöglich. Der Schaitan flüstert dir eine Sünde ein. Oder deine Seele schreit nach einer Sünde. Da muss jetzt die Sicherung, ja, der Schalter muss jetzt, wie nennt man das? Getätigt werden. Rausfliegen, die Sicherung, Allahu a'lam. Auf jeden Fall, die Alarmanlage muss angehen. Achtung, ich kann sterben in diesem Moment. Es Shaitan wird dir aber eine Betäubung verabreichen, dass du gar nicht erst zu diesem Gedanken kommst. Es Shaitan weiß ja ganz genau, wenn du bei Sinnen bist, wirst du nicht sündigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, der Sinne begeht, begeht es nicht im Zustand des Glaubens. Und derjenige, der Alkohol trinkt, begeht das nicht, also trinkt den Alkohol nicht im Zustand des Glaubens. Heißt das, er ist ein Ungläubiger geworden? Nein, sondern sein Glaube ist so schwach, dass er wie benommen ist. Er merkt es gar nicht, in welcher Gefahr er ist. Also benötigst du etwas zum Aufwecken. Wenn das vor der Sünde nicht geht, zu Beginn, ich bin zu schwach. Ich bin noch nicht so weit, ich bin ja kein Sahabi, möge Allah uns alle erziehen. Ich fange bei 0 an oder vielleicht sogar bei minus 10 oder minus 100, Allahu a'lam. Dann muss ich diesen Prozess, der eigentlich vor der Sünde sein muss, den hole ich nach, so wie bei allen Gebeten oder allen Sachen, die ich nicht getan habe, nachholen bitte. Du holst nicht nur deine Gebete nach und dein Fasten nach und so weiter. Nein, auch deine Gefühle holst du bitte schön nach. Warum? Damit du sie nächstes Mal parat hast. Denn deine Seele ist wie so eine Art Knete. Ja, du kannst sie so kneten, dass sie am Ende so wird, wie sie sein sollte. Eine tadelnde Seele. Der erste Zustand ist die Seele, die stets zum Schlechten aufruft, wie Allah sagte. Und wenn du sie aber formst, erziehst, reinigst, dann wird sie zu einer tadelnden. Aber wie konnte ich nur? Das ist der nächste, die nächste Stufe. Das bedeutet, ich habe gesündigt, möge Allah uns alle vergeben. Dann redest du, dann machst du einen Termin mit deiner Seele. Und dann redest du mit deiner Seele, geht es dir noch gut? Sag mal, hast du vergessen, dass du in dem Moment hättest sterben können? Schon mal was von Herzinfarkt gehört? Schlaganfall? Nierenversagen? Oder als du ins Auto eingestiegen bist, oh du meine Seele, und ganz benommen warst von der Sünde und hast dich gefreut. Sag mal, hast du vergessen, dass du einen Unfall hättest bauen können? Der Shaitan kommt und sagt, ja, guten Morgen, das sagst du aber früh zu deiner Seele. Dem sagst du, sei mal still, ich rede hier mit meiner Seele, das geht dich gar nichts an. Denn so wie ein Mensch, der nach einem Vergehen getadelt wird, dass es abfärbt bei ihm, beim nächsten Mal macht es Klick, ah, da hat er mich doch getadelt. So ist auch deine Seele. Ein Geschenk von Allah. Weil du bereut hast, weil du die Pflicht, die du versäumt hast vor der Sünde, weil du sie nachgeholt hast, gibt dir Allah ein Geschenk. Alles klar. Ich erinnere dich das nächste Mal an den Unfall. An den Tod noch nicht. Du musst schon arbeiten. An Allahu alam, die anderen Dinger, die hätten geschehen können. Aber eine Sache, ich könnte einen Unfall begehen. Bei der nächsten Sünde wirst du etwas, oder bei der zehnten. Wie gesagt, das ist nicht so, jeder Schritt wird ein Treffer. Nein, es kann sein, nach 10 Schritten, nach 100 Schritten gibt es einen Treffer. Hoffnung nicht verlieren. Worum geht's? Furcht aufbauen. Furcht aufbauen geht nicht, indem ich sage, ich muss Allah fürchten. Ja. Und das war's. Sondern das ist ein Denkprozess.
Und er braucht viel Zeit. Und deswegen, wenn du dann beim nächsten Mal dich erinnerst, der Shaitan wird da sein. Und er weiß, okay, der hat den Weg gefunden, der weiß, wie es funktioniert. Dosis der Narkose erhöhen, zack, und wenn ich einen Unfall baue. Und jetzt? Wir sterben doch alle. Und zack, bist du wieder betäubt und benommen. Nach der Sünde, astaghfirullah, la hawla wa la quwwata illa billah. Dieser Shaitan, la'natullahi alayh, möge Allah ihn verdammen. Da stehst du auf, machst du Wudu, zwei Rak'a beten, so da hast du es, du Shaitan. Jetzt bete ich für Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wird mir die Sünde vergeben. Das ist ein Krieg. Ein Krieg mit dem Shaitan ist das. Und dann noch einmal. Wie, das ist mir egal, wenn ich einen Unfall baue. Das kann mir nicht egal sein. Weil, was ist, wenn ich sterbe? Will ich denn sterben? Und Yawmul Qiyama, jetzt muss ich ein bisschen lernen über das Jenseits. Und Yawmul Qiyama wache ich auf und ich tanze rum, weil ich gestorben bin in der Disco. A'udhu billahi, ya Rabbi, bitte verschone mich. Das heißt, du machst dir mehr Gedanken als Geschenk von Allah. Erinnerst du dich an 2%, nicht nur 1%. Und so weiter und so fort. Es mag sein, dass du nicht von allen Sünden wegkommst, aber du wirst von einigen Sünden wegkommen. Du wirst Furcht mehr empfinden vor Allah subhanahu wa ta'ala. Wichtig ist aber, dass diese Furcht nicht, wie gesagt, zur Hoffnungslosigkeit oder in Hoffnungslosigkeit mündet. Ich bin sowieso für Jahannam erschaffen. Das macht keinen Sinn mehr. Ich brauche gar nicht erst zu bereuen. Das will der Shaitan nämlich auch. Okay, du willst Furcht? Ich gebe dir Furcht. Du bist sowieso ein Nichtsnutz. Aus dir wird sowieso nichts mehr. Der Shaitan will ja von dir diese Furcht wegnehmen. Wenn er aber riecht und merkt, ey, der will nicht loslassen, dieser Typ. Der will unbedingt Furcht vor Allah haben. Ich gebe dir Furcht. So, dass man denkt, ich bin gar kein Muslim. Wer hat euch gesagt, dass ich Muslim bin? Ich bin sowieso raus, schon lange. Und dann fangen diese Zwangsgedanken an. Möge Allah uns bewahren. Und davor musst du dich in Acht nehmen. Allah ist großzügig, liebevoll. Wenn du sagst, verzeih mir, ja Rab, verzeiht er dir sofort. Er weiß, ob du es ernst gemeint hast oder ob du benommen warst, weil es Shaitan dich zugedröhnt hat. Deswegen gib die Hoffnung nie auf. Vor der Sünde mehr Furcht. Du warst benommen, du hast keine Furcht gehabt vor der Sünde. Die Furcht nachholen, aber dann, wenn du sagst, ja Rabbi, ich habe jetzt die Furcht nachgeholt, diese Therapie, ja Rabbi, es tut mir leid. Jetzt Hoffnung. Ja Rabbi, so wie du Adam vergeben hast und so wie du ihn wieder zurückgenommen hast ins Paradies, so nimm mich wieder zurück, ja Rabbi al-Alamin. Ja Rabbi, so wie du alle Sünden tilgst, so tilge auch meine Sünden. Ja Rabbi, du bist der Großzügige. Jetzt geht's los. Du schwimmst, dein Herz schwimmt im Meer der Hoffnung. Und wie sieht es aus beim Tod? So geht dein Leben. Furcht, Hoffnung, Furcht, Hoffnung, Furcht, Hoffnung, Furcht, Hoffnung. Wie ein Vogel, der flattert und flattert und flattert mit beiden Flügeln. Wenn dieser Flug nun aufhört und der Vogel Rast macht, sich hinlegt, weil es sein letzter Moment ist, dann überwiegt die Hoffnung. Ja Rabbi, nun bin ich hier. Das sind meine letzten Atemzüge, ja Rabbi. Ich habe versucht, das Leben auf beste Art und Weise zu leben. Ich gebe all meine Sünden zu, ja Rabbi. Ich gestehe all meine Vergehen, ja Rabbi. Aber ich sage, la ilaha illallah. So nimm meine Seele und lass mich ins Paradies eintreten. Möge Allah uns erlauben, das Glaubensbekenntnis mit unseren letzten Atemzügen aufzusagen. Ja Rabbi, schenke uns ein gutes Ende.
Ja Rabbi, lass uns sterben als Muslime. Ja Rabbi, lass uns das Glaubensbekenntnis aufsagen, kurz vor unserem Ableben. Das ist das Wichtige, dass am Ende, dass du dann Hoffnung hast. Am Ende des Lebens, weil dann, du kannst nichts mehr machen. Das war's, das ist aus und vorbei. Hier soll die Hoffnung überwiegen, wie die Gelehrten sagen. Und damit wären wir am Ende dieses Vortrags. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Heute machen wir inshallah ta'ala nur